So, ich hier der Pressesprecher der Berliner Polizei, Herr Kaplitz, der sich freundlicherweise bereit erklärt hat, ein kurzes Statement abzugeben. Herr Kaplitz, insgesamt wurden an diesem Wochenende 12 Demos verboten. Vielleicht könnten Sie kurz sagen, was zu diesem Verbot geführt hat. Die genauen Inhalte der Verbotsentscheide kann ich natürlich nicht preisgeben, weil es einzelne Versammlungsanzeigende betrifft. Damit würde ich in deren Persönlichkeitsrechte eingreifen. Was ich aber sehr wohl im Allgemeinen sagen kann, ist, dass es insbesondere um die Personen geht, die zu diesen Versammlungen zusammengekommen wären. Und da haben wir unsere Erfahrungswerte und dann auch die entsprechenden Prognosen angestellt, dass denen gemein ist, dass sie alle Hygieneschutz oder das ganze überwiegende Gros an Hygieneschutzmaßnahmen, an Infektionsschutzmaßnahmen missachten, in Teilen sogar bewusst und gewollt, sich darüber hinwegsetzen und damit weitere Infektionsrisiken schaffen, sodass diese Versammlung letzten Endes abgesagt werden muss. Nun gibt es ja Kritiker, die werfen Ihnen vor, die sagen, das sei zweierlei Maß. Am vergangenen Wochenende fand der CSD statt. Ich war im letzten Jahr auf dem CSD, da wurden auch massiv die Hygienevorschriften verletzt. Da sagt nun die, sagen die kritischen Stimmen, die haben das auch früher verletzt, die durften wieder und die Polizei ist nicht heftig eingeschritten. Und was antworten Sie diesen Kritikern, die hier der Berliner Polizei zweierlei Maß unterstellen? Grundsätzlich differenzieren wir natürlich nicht anhand des Themas oder weiß ich was, sondern anhand der individuellen Bewertung der Versammlungslagen. Wir bewerten die Zusammenkunft der Versammlungsteilnehmerinnen und Teilnehmer, wir bewerten das Hygienekonzept, wir bewerten die Bereitschaft, sich an das Hygienekonzept zu halten. Wir beurteilen auch Gewaltpotenzial und all das fließt in eine entsprechende Beurteilung der Lage, wie wir sie nennen, dann mit ein. Und auf dieser Grundlage erteilen wir erst dann, wenn es sein muss, und es keine andere Möglichkeit gibt, erst dann erteilen wir ein entsprechendes Verbot. Und der ganz klare Unterschied ist, ich hatte es vorhin schon angerissen, bei den Zusammenkünften der hier im Raum stehenden Protestbewegung für heute und morgen geht es darum, dass das ganz überwiegende Gros eben gegen die Hygieneschutzmaßnahmen verstößt. Und beim CSD ist es genau andersrum. Das ganz überwiegende Gros ist gewillt, sich daran zu halten. Wenn wir jetzt, ich stelle jetzt mal einen Vergleich an, ohne die Zahlen hundertprozentig belegbar jetzt in diesem Augenblick zu haben. Aber wenn wir sagen, bei den Versammlungen für den heutigen Tag wären 80% nicht gewillt gewesen, sich an die Hygieneschutzvorgaben zu halten, ist es eben was anderes, als wenn ich sage, beim CSD kommen 80% zusammen, die sich daran halten. In den absoluten Zahlen können das ja aber immer noch gleich viele sein. Nun hat viele gewundert, weil ich habe es ja auch selber erlebt, bei Corona-Maßnahmenkritikern ist die Polizei doch so, wenn jemand ohne Maske ist, geht man relativ schnell rein. Beim CSD war das nun nicht so. Da gibt es auch wieder Kritiker, die sagen, da sei man sehr viel milder umgegangen. Ich war nicht dabei. Die Bilder, die ich gesehen habe, haben das bestätigt. Vielleicht haben Sie andere Erfahrungen. Sie waren ja dabei wahrscheinlich. Ja, ich war an dem Tag tatsächlich auch nicht im Dienst, auch sonst weiß man nicht. Aber ja, es ist so, dass wir trotzdem auch Verstöße beim CSD geahndet haben. Das macht für uns tatsächlich keinen Unterschied. Das heißt, wir schreiten da genauso ein. Es ist so, dass beim CSD auch Verstöße geahndet wurden. Aber wenig. Ja, weniger, weil auch weniger Verstöße begangen wurden und weil man nicht vergessen darf, dass die Menschen dann ja auch gewillt waren, entsprechende Maßnahmen wieder zu ergreifen. Als erstes ist immer erst einmal die Versammlungsleitung in der Pflicht, die Hygieneschutzvorgaben, den Infektionsschutz Genüge zu tun. Das haben wir bei allen anderen Versammlungen genauso gehandhabt wie beim CSD. Das machen wir identisch. Auch wenn diese Versammlungen heute stattgefunden hätten, wäre es genauso gewesen, dass die Menschen erstmal die Möglichkeit bekommen hätten, den Vorgaben nachzukommen. In der Verantwortung steht aber erstmal die Versammlungsleitung. Das heißt, wir treten an die Versammlungsleitung heran und sagen, liebe Versammlungsleitung, achten Sie bitte drauf, hier werden Mindestabstände unterschritten und die Mund-Nasen-Bedeckung nicht getragen. Dann ist die Versammlungsleitung gefragt, darauf Einfluss zu nehmen. Entweder ist sie gewillt oder nicht gewillt oder nicht in der Lage. Die unterschiedlichen Konstellationen gibt es. Und beim CSD war sie gewillt, auch in der Lage und hat es auch entsprechend umgesetzt. Wir mussten es aber trotzdem an der einen oder anderen Stelle eben durch Anhalten des Aufzuges und durch auch immer wieder mal die ein oder andere Freiheitsbeschränkung unterstützen. Der Herr Ballweg hat aber versichert, ich habe auch ein Interview mit ihm gemacht, dass er als Versammlungsleiter alles tun wird, um das durchzusetzen. Gilt dann da ein Generalverdacht, weil normalerweise haben wir ja Resozialisierung und Unschuldsvermutung und selbst Straftäter dürfen ja irgendwann wieder mal was machen. Ganz genau. Es geht nicht darum, sondern es geht jetzt nicht an Einzelpersonen festmachen, sondern eben an der Masse an Personen. Und das kann ja durchaus sein, dass die Versammlungsleitung sagt, ich tue alles, was in meiner Macht steht,
ist aber dann gar nicht in der Lage, es tatsächlich umzusetzen. Das hatten wir Pfingsten, da gab es hier auch Versammlungen, die zugelassen wurden. Was heißt zugelassen wurden? Deren Versammlungsfreiheit wir gewährleistet haben. Zulassen brauchen wir nichts. Das ist ein freies Land nach wie vor. Das heißt, sie haben ihre Versammlungsfreiheit hier wahrgenommen, sie wurden nicht verboten. Und dann haben wir festgestellt, dass die Versammlungsleitung eben nicht mehr in der Lage war. Sie hat es in Teilen wirklich versucht, hat appelliert, aber war eben nicht mehr in der Lage, die Menschen davon zu überzeugen, die Hygieneschutzvorgaben, den Infektionsschutz Genüge zu tun, sodass wir dann letzten Endes wieder gefragt waren, als Polizei einzuschreiten. Letzte Frage. Heute gab es Verstöße gegen diese Auflagen bzw. das Verbot. Vielleicht kurz ein Lagebericht, wie es sich heute bisher gestaltet. Wir haben jetzt 16.14 Uhr, weil das ja später ausgestrahlt wird und es kann sich ja noch was ändern. Daher kurz der Hinweis auf die Zeit. Wir haben bereits in den frühen Morgenstunden festgestellt, dass einige Reisebusse angereist sind mit dem Ziel, tatsächlich Menschen hier zu den verbotenen Versammlungen zu verbringen. Die haben wir natürlich angehalten, dann auch Identitäten festgestellt, die Personen überprüft und dann Platzverweise erteilt. Und wir stellen immer wieder mal auch kleinere Gruppen, einzelne Personen fest mit einem Transparent oder Ähnlichem, die zu einer entsprechenden Versammlung, die ja verboten wurde, gehen wollen. Die sprechen wir auch frühzeitig an, weisen darauf hin. Manche wissen nicht, dass die Versammlungen verboten worden sind, manche hat es tatsächlich noch nicht erreicht, sodass wir natürlich auch erstmal kommunikativ gefragt sind, die Menschen darauf hinzuweisen. Noch die allerletzte, morgen geht es genauso dann, ja? Morgen geht es genauso weiter wie heute. Dann bedanke ich mich für dieses Gespräch. Wir sehen uns auf reitschuster.de.